Einen aufgeblähten Bauch, morgens aufstehen und schon das Gefühl haben, ich bin im fünften Monat. Kennen Sie das? Ich möchte in diesem Video einmal über die Ursachen sprechen und vor allen Dingen, was man dagegen tun kann. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Mein Name ist Nadja Knoblauch, ich bin Heilpraktikerin, Fastenleiterin und ums Abnehmen, um gesunde Ernährung, um alles, was für uns auf der Lebensmitte wichtig ist, darum geht es in diesem Kanal. Und wenn Sie nichts verpassen möchten, dann abonnieren Sie bitte. Ja, der Blähbauch, das ist ein weit verbreitetes Phänomen oder einfach ein weit verbreitetes, ich kann schon mal einfach sagen, Leiden. Wer immer so mit einem aufgeblähten Bauch herumrennen muss, herumlaufen muss, der fühlt sich einfach nicht wohl. Und man steht morgens auf und hat eigentlich noch gar nichts gegessen und schon der erste Bissen beim Frühstück, boah, fängt es wieder an zu krummeln und habe ich wieder diesen aufgeblähten Bauch, als wäre ich im fünften Monat. Und es ist immer so, als wäre Luft drinnen und man weiß einfach gar nicht, was soll ich denn noch essen. Also dieser Blähbauch ist ein weit verbreitetes Phänomen. Hängt wahrscheinlich in unseren Breitengraden, wie kann es anders sein, mit unserer Ernährung zusammen. Ich möchte heute das mal etwas beleuchten. Was können die Ursachen sein für einen Blähbauch? Ganz offensichtlich ist in Ihrem Darm, in Ihrer Darmflora, also in diesem Verbund von diesen ganzen kleinen Bakterien von Lactobacillen, Bifido, Lactobacillus reuteri und wie sie alle heißen, die in unserem Darm sind, zuallererst einmal ist dort ein Ungleichgewicht, dass da dieses Mikrobiom irgendwo gestört ist. Man sagt ja so, dass eigentlich dieses Mikrobiom, also diese Anzahl von diesen ganz, ganz kleinen Darmbakterien mehr ist, als unser Körper überhaupt eine Anzahl von Zellen hat. Das können auch schon mal 1 bis 2 Kilo sein, was wir nur an diesen Darmbakterien haben, die natürlich äußerst wichtig sind für unsere Verdauung. Und in der Verdauung, klar, es geht erstmal los in der Alpha-Amylase in dem Moment, dass ich richtig kaue, aber irgendwo gelangen Nährstoffe oder Nahrungsbestandteile, die ich nicht aufspalte über die Ernährung, über meinen Dünndarm, gelangen diese in den Dickdarm. Und im Dickdarm kommt es dann einfach zu diesen Prozessen, dass ich dort wie Fäulnisbakterien habe, dass ich dort Gase entwickle und was mir dann diese Probleme macht. Und es ist nicht die, also dieses Mikrobiom, diese verschiedenen Bakterien, die sich diesem Gleichgewicht behalten, das kann ich sehr gut mit Joghurt machen, diese Joghurtkulturen, diese milchsauer vergorenen Bakterien, die darin enthalten sind, sodass ich da irgendwo immer im Gleichgewicht bin, aber zum Beispiel schon auch mal eine Antibiotikagabe, dass ich doch einmal irgendwo eine schwere bakterielle Infektion hatte und ich Antibiotika nehmen musste, dann kann dieses Gleichgewicht schon ganz, ganz massiv gestört sein, sodass ich da im Nachgang Präbiotika zu mir nehme, also dass ich da irgendwo schaue, Probiotika, Präbiotika, dass ich da mir ein Produkt dann wirklich auch zum Beispiel in der Apotheke besorge, wo ich dann vielleicht 10 Milliarden Teile von allen verschiedenen Bakterien drinnen habe, um diese Darmflora wieder aufzubauen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Grund, diese gestörte Darmflora. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich schon auf die Welt komme und habe irgendwo, mir fehlt ein Enzym. Mir fehlt zum Beispiel ein Enzym, wo ich die Laktase, also für diese Laktase, für die Laktose, diese zu verdauen, sodass zum Beispiel in dem Moment, wo ich Milch trinke, ein Milchprodukt zu mir nehme, ich diese Unverträglichkeit habe. Und das Tückische daran ist gerade bei der Milchunverträglichkeit, dass man das nicht immer in diesem Quick-Test sieht. Man kann ja diesen Prick-Test machen auf der Haut, dass man dort einritzt und dann schaut, welche Sachen reagieren. Das ist dort häufig überhaupt nicht zu sehen, sondern es sind diese Nahrungsunverträglichkeiten, die ich erst so bis zu 72 Stunden, nachdem ich sie ja zu mir genommen habe, erst dann die Auswirkungen zu sehen sind. Und das kann ich nicht in so einem Pricktest, der eigentlich so ein bisschen auf diese Sofortallergie geht, wenn ich zum Beispiel Histamin bestimmen möchte. Das ist bei der Milch etwas schwieriger. Und dann weiß ich zum Beispiel nach 3 Tagen schon gar nicht mehr, ich stehe wieder morgens auf, ich habe wieder diesen extrem geblähten Bauch und ich weiß schon gar nicht mehr, was habe ich denn eigentlich alles so gegessen. Und ich kann jetzt zum Beispiel, ich kann natürlich auf laktosefreie Produkte übergehen, ich kann laktosefreie Milch kaufen, ich kann laktosefreien Käse und so weiter zu mir nehmen, obwohl der Käse ist ja von Natur aus laktosefrei, das ist auch mal so eine kleine Irreführung, wenn da irgendwo auf Käseprodukten steht laktosefrei.
Weil jemand, der Milchunverträglichkeit hat, der verträgt meistens den Käse sehr, sehr gut. Diese Milchprodukte ist dann wirklich der Milchjoghurt, die ganz reine Naturmilch. Und woran hängt denn das? Normalerweise ist ja die Milch ist einfach für das Säugling vorgesehen. Also bei den Tieren, bei den Kühen ist es fürs Kälbchen vorgesehen. Bei den Menschen ist es natürlich auch erstmal, wenn ein Neugeborenes ist, dass die Muttermilch braucht. Und dann ist es im Normalfall so, dass dann irgendwann dieses Enzym wird nicht mehr benötigt und der Körper baut es dann irgendwo ab, sodass ich dann ja auch im Normalfall nicht mehr die Milch brauche, wenn ich älter werde. Jetzt hat sich aber gerade in der Evolution wohl wahrscheinlich das so herauskristallisiert, dass um zu überleben man auf diese Milchprodukte angewiesen war. Und dass dann eigentlich das nicht mehr so war, dass dieses Enzym unbedingt abgebaut wurde, sodass viele Menschen wirklich die Milch noch vertragen. Dass viele Menschen keine Probleme haben, aber vielleicht, man schätzt, so 20% haben wirklich diese Probleme mit der Milch. Und das ist der Milchzucker oder das kann auch einfach so dieses Milcheiweiß sein, was ich nicht mehr vertrage. Milcheiweiß, da kann auch wieder eine Ursache sein, dass ich irgendwann mal eine Impfung bekommen habe, weil Impfungen werden ja auch auf tierischem Eiweiß gezüchtet, auf Hühnereiweiß in dem Falle, dass ich danach so eine Unverträglichkeit entwickelt habe. Und bei Milch, wenn ich jetzt wirklich diesen Blähbauch habe und die Ursache ist meine Milchunverträglichkeit, sei es die Laktose, der Milchzucker oder sei es das Milcheiweiß, dann habe ich an sich wenig Chancen, das irgendwo hinzubekommen. Da kann ich mir sonst wie viele Darmbakterien, Probiotika einwerfen. Ich kann es eigentlich dann nur verhindern, dass ich das weglasse, dass ich praktisch wirklich diese ganze Milch, alle Milchprodukte aus meinem Speiseplan komplett eliminiere. Und damit bin ich dann in dem Sinne auch beschwerdefrei und habe nicht mehr diese Probleme, diese Blähungen, weil es sind ja nicht nur die Blähungen, gerade wer Milchunverträglichkeit hat. Ja, der hat auch häufig einen ganz, ganz festen Stuhl. Der geht alle 3 Tage mal auf Toilette und dann sagt man, dann ist das so dieses Schafskotartig. Also das sind dann wirklich nur so kleine schwarze Knöllchen, die rauskommen. Ich glaube, manch einer, der weiß jetzt genau, wovon ich spreche. Und es kann ein Segen für jemanden sein, die Milch wegzulassen. Also Milchunverträglichkeit, diese Symptome, der Blähbauch schon früh am Morgen, dieses nicht auf Toilette gehen können, das sind ganz klassische Symptome und ich kriege sie wirklich nur weg, ist meine Erfahrung zumindest, wenn ich das komplett aus meinem Speiseplan eliminiere. Jetzt ist immer wieder die Frage, gerade Joghurt, ich bin immer sehr für die Joghurtkulturen, kann ich dann wirklich nur empfehlen, auf einen Sojajoghurt umzusteigen, damit ich dann einfach noch meine Milchsäurebakterien habe, die ich natürlich für meine gesunde Darmflora brauche. Und da habe ich schon mal für mein Mikrobiom sehr, sehr viel gemacht. Für heute war es das. Schauen Sie gerne noch in die Videos rein, die alle ums Fasten gehen oder auf der anderen Seite, die um Gesundheit, um Darmgesundheit gehen, um die Leber, um alles, was damit zusammenhängt, ums Cholesterin, um Zuckerkonsum, um Fleischkonsum, also alles, was für uns ab der Lebensmitte wichtig ist, schauen Sie da gerne noch ein bisschen rein. Ich bedanke mich für heute herzlichst, Ihre Nadja Knoblauch.